So. Okay, mehr kann ich jetzt eigentlich nicht machen. Außer auf gut Glück hoffen, dass alles gut geht hier und niemand stirbt. Es ist niemand gestorben. Sehr schön. Naja, die Verbündeten jetzt leider schon, aber was soll's. So, schön viel Heilung und gleich noch mehr obendrauf. Stärkung für alle. Tja, so gehört sich das. Nice one. Aber jetzt benötigt sie natürlich sehr viel Heilung. Dementsprechend setze ich nochmal Anrufung ein zur Sicherheit. Leider nur einen einzigen, aber immerhin einen weiteren Dunkelkrieger, einen guten. Also sie besitzt wirklich die beste Beschwörungsfähigkeit. Da ist sie. Ja, komm, mach die Hexe jetzt down. Bevor uns sonst auch noch unnötig Ärger macht. Ja, dann müssen sie sich jetzt wirklich um das ganze Kleinvieh hier kümmern. Weil Kleinvieh macht ja auch Mist, bekanntlich. Und dann sollen hier wirklich die ganzen anderen ihn angreifen. Ja, dank des Schildes hält er jetzt umso mehr aus. In Sachen Magie. Klar, er ist zwar, seine Angriffskraft ist jetzt ein bisschen runter, aber come on. Trotzdem ist er noch stark genug, hier mit den Hexen aufzuräumen. Wie man deutlich feststellen darf. So, ich mache jetzt wirklich Platz für alle hier, dass sie ihn angreifen. Weil dann kann ich dann bald selber einen Angriff starten gegen ihn. Nein, 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 bitte nicht. Bleib von ihm fern. Lass ihn in Ruhe, Mann. Noch ist die Zeit dafür nicht reif. Leider. Aber die Zeit kommt schon noch. Früher oder später. Ui, ich hoffe, sein Zauber wird sie jetzt nicht umbringen. So, wo ist jetzt eigentlich Orm? Da ist er. Er wird sich dann diesen verdammten Dreckskerl vorknöpfen müssen. Okay, sie ist auch noch an der Reihe. Dann sollte ich gleich mal hier ein bisschen heilen. Die, was es am meisten nötig haben, wie zum Beispiel hier. Pala, genau, Pala. Ach, sorry, dass ich manchmal die Namen immer noch vergesse. Die sind auch nicht einfach sich zu merken. Ist auch nicht leicht, die ganzen Namen da zu merken. So kann ich wirklich alle meine Kameraden am Leben erhalten. Bestmöglich. Ich könnte natürlich dann auch versuchen, einen Bannpfeil einzusetzen, sodass er überhaupt keine Magie mehr einsetzen kann für eine Runde lang. Dass er dann wehrlos bleibt. So. Dann die nächste Runde.
Oh oh. Ach du Scheiße. Scheiße, Duma greift sie an. Bitte triff jetzt nicht. 38%. Ja, schön verfehlt. Uh oh. Oh ne, der kümmert sich um die Hexe. Wow, kritisch zurückgeschlagen. Ja, ja, greif ihn an. Gut. Attacke wurde annulliert. Und jetzt kriegt er leider eine zurück. What the? Der weicht den einen aus. Na, bei den anderen kann er es entgegensetzen. So. Zweiter Angriff. Und ja. Dritter Angriff. Und sogar vom Dunkelkrieger. What? Wow. Da kann es aber auch kaum was machen. Oh shit, der crittet ihn sogar. So, ich hoffe, jetzt können wir angreifen. Sonst kann ich es eben mit Om wieder zurücknehmen, den Zug. Falls es schief gehen mag. So viel Heilung, ey. Ja, da sieht man's. Das ist wirklich perfekt, was ich hier gemacht habe. Beste Strategie. So, Om, es wird Zeit, dass du in dir verknüpfst. Mit all Gewalt. Oh. Sollte das schief gehen, dann war's das für ihn. Dann lieber normal angreifen. Da habe ich zwar mal eine gute Crit-Chance. Moment, kann etwa nicht den Doppellöwen einsetzen? Nee, die Scheiße, die Fähigkeit habe ich gar nicht drauf mit den Falschen. Oh, das ist so schade. Na gut, er kann zweimal versuchen anzugreifen. Ich hoffe. Obwohl, vielleicht sollte ich jemand anderen reinschicken, erstmals. Ihn anzugreifen. Nee, ich probiere es jetzt gleich mit Orm. Der vierte Angriff war es ja, ne? Gut, dann wollen wir mal. Auf gut Glück hoffen, dass der Angriff gut geht. Ja! Ich kann angreifen und gleich einen Crit zufügen. Der nächste Angriff, das... Oh nein, das war's schon. Er ist down! Das wär's. Cheddar ist weg. Das allergrößte Problem hier, oder zumindest eins der allergrößten Probleme und Hindernisse, sind endlich entfernt worden. OMG. Jetzt noch die drei hier und Duma selbst. Und vor Duma müssen wir uns in Acht nehmen, weil der... Alter Schwede, der kann zuschlagen und zwar heftigst mit seinem Angriff. Aber ansonsten, wow, ich bin so glücklich und begeistert. Wir haben ihn endlich, wir haben endlich diesen verdammten Jedi entfernt. Der macht eh am meisten Probleme. Und jetzt ist er endlich weg. Weg, verdammt, weg. Yes. Ich kann nicht glücklicher darüber sein, dass wir ihn endlich los sind. So, am besten jetzt dem Angriffsfeld von Duma entgehen. Und dann würde ich Folgendes vorschlagen. Ja, sie ist noch da. Sie kann noch welche rufen. Beschwören wir weitere Dunkelkrieger. Uhu. Ein schöner Haufen. Die sollen sich dann hier um die Hexen kümmern. Die sind stark genug. Ein schöner Haufen Dunkelkrieger hier. Ja, die Sonne blendet mich, aber ich kann jetzt weiter die Jalousien nicht zudrehen. Das ist halt ein Problem beim Sonnenuntergang.
Du kommst weiter nach oben und setzt jetzt mal Stärkung ein. Dass alle wieder erfrischt werden. Sehr schön. So, und dich nutze ich jetzt auch gleich zum Heilen. Von ihr. Jetzt heißt es hier vorankommen. Und darauf hoffen, dass Duma uns keinen Ärger macht hier. Na, wo ist sie denn? Achso, ich habe sie ja geheilt, stimmt. Stimmt, ja. Ich dab es. Konnte ich das nur verpassen. So. Die letzten Phasen. Auf dass wir das jetzt schaffen werden. Wir müssen auf jeden Fall dann die Hexen und diesen Kantor loswerden. Weil der heilt ja stetig. Wenn wir diese drei los sind, dann ist Duma nur noch ein Siedlein übrig. Und dann haben wir es geschafft. Oh, er greift schon an? Wie denn das? Achso, stimmt. Ich hätte mir schon schlimmeren Schaden vorgestellt. Ach nee. Was bist du denn für eine? Och nö. Den zweiten Angriff verfehlt. Ja, jetzt greift sie natürlich den Dunkelkrieger an. Nein, den Soldaten besser gesagt. Das, was sag ich denn? Dunkelkrieger, Soldat ist das einer. Oje, er beschwört wieder Monster. Na schön. Mach die Hexen fertig. Sehr schön. Dass sie uns von Hals schaffen. Das sind wirklich die besten Verbündeten, die man beschwören kann hier. Um sich einen Vorteil zu verschaffen. Und unten ist auch noch einer. Ja, der macht die letzten Hexen hier fertig. Also eine der Hexen unter uns. Ja, habe ich so viel von denen? Wahnsinn! Wie meine Kompanie abgehen. So, aber jetzt... Wir müssen zu denen hoch. Da bleibt uns keine andere Wahl. Wahrscheinlich werden wir dann von Duma gleich attackiert werden, aber was soll's. Wir müssen das über uns ergehen lassen. Sonst war's das. Na schön. Duma kann ja nur einen einzigen von uns angreifen. Wer ist denn Sonja, bitte? Egal, das soll ich ja nicht erfahren. So, immerhin ist sie weg. Ja, aber wegen Duma konntest du leider nicht. Das ist das Problem. Aber jetzt kann wenigstens deine Seele nun in alle. In alles in Ruhe. Also in Frieden ruhen. What the hell? Wieso geht das auf ein KP hier runter? Obwohl er nur 5 Schaden macht? Hä? Ist es wegen. Ach so, wegen Medusa, ne? Da geht der KP auf 1 runter. So ein Mist, ey. Obwohl, die Dunkelkrieger haben da nicht so viel Schaden erleiden müssen. In der Situation.
Irgendwie begreife ich nicht die ganze diese Logik hier. Vielleicht sollte ich das auch nicht so hinterfragen, sondern... Ja, komm, greifen wir jetzt an. Er hat keine Crit-Chance, wir schon, zweimal sogar. Und wenn es schief geht, dann nochmal das Zeitenrad und etwas anderes probieren. Okay. Das ist jetzt eine große Chance, Est. Dass du jetzt diesen... Dass du jetzt deren verdammten Heiler jetzt auch den Chaos machst. Ja! Ich glaub's nicht, ein Crit noch oben drauf. Oh shit. Dafür musste sie was abbekommen. Na, was soll's? Ich kann sie heilen. Ich kann sie ja heilen. Nein, nicht nochmal anrufen. Purgativ, bitte. Komm schon, heil sie. Sie hat das bitter nötig. Mehr als nur bitter nötig. Und nochmal. So. So gut wie neu. So. Ist mir egal, ob er jetzt von Duma angegriffen werden oder nicht. Er hat nur eine einzige Chance und er wird nicht mit einem Schlag schon jemanden töten. Dafür sind wir ja schon viel zu stark hier. Wir kriegen das auf die Reihe. Es wird Zeit, dass wir ja vorankommen. Und selbst wenn einer von uns stirbt, ich spiele ja nicht im Classic Mode, also... Passt schon. Wir werden mit Duma ohnehin... Wir können mit Duma ohnehin nur mit Orm fertig werden. Alleine. Alleine er kann ihn vernichten. Aber er darf halt nicht sterben, das ist die Sache. Weil wenn er stirbt, ist es vorbei. Ganz egal, ob man das Zeitenrad noch nötig hat, übrig hat oder nicht, dann ist es Game Over. Also, das möchte ich tun, nichts vermeiden. Also wollen wir hoffen, dass es nicht schief geht. Genauso wie jetzt dieser verdammte Angriff wieder von... Ah. Tobin mal wieder... Alter, du musst echt an deiner Zielgenauigkeit arbeiten, mein Freund. Aber sowas von. So 99%, ey. Alter. So 81%. Wehe, wenn du jetzt damit nicht triffst. Das darf doch... Willst du mich sowas von verarschen? Ist doch nicht zu fassen. Warum kann sie nicht... Warum kann er denn nicht treffen? Schau ihn an. Die hat gleich mit einer kleinen Crit-Chance einen Crit erzielt. What the fuck? Ich glaube, ich spinne. Was ist denn nur los? Kumpel. Du machst mir echt Sorgen. Mal ehrlich, du musst wirklich an dein Zielgenauigkeit arbeiten. Vielleicht hätte ich Tobin zu einer anderen Klasse entwickeln sollen. Aber man hatte mehr als Bogenschützen empfohlen, also... Sollte ich mich nicht beklagen. Vielleicht wird er noch besser. Aber ich habe außerdem während meiner Recherche erfahren, dass es zusätzlich zu... sag schon... Wessen Schwester nochmal? Wo ist sie denn? Wo ist er denn? Luffe, jetzt weiß ich wieder. Zu Luffes Schwester noch einen weiteren Charakter gibt, den wir hätten bekommen können. Einen ziemlich starken Dörfler, einen weiteren. Aber wie? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber es gibt auf jeden Fall noch einen weiteren Charakter, den wir hätten bekommen können. Und ich glaube sogar noch mehr, aber über DLC eher. Ich habe außerdem versucht, auf die DLCs zuzugreifen, aber es geht jetzt, glaube ich, zu dem Zeitpunkt nicht. Es geht wahrscheinlich wirklich... Es geht nur außerhalb eines Dungeons, wenn ich mich nicht alles täuscht. Na schön. Genug damit. Jetzt wollen wir hoffen, dass niemand hier stirbt. Uh-oh.
Oh, scheiße. Oh, Mann, da wurde er voll erwischt. Tobin! Was? Na toll. Die Augen haben sie überwältigt. So ein Scheiß aber auch. Irgendwann crittet er und macht einen von ihnen fertig. So ein Mist. Wir haben jetzt jemanden verloren. Aber hey. Das macht nichts. Wir kriegen das trotzdem noch irgendwie hin, ne? Wir werden das schon noch hinbekommen. Sollen wir mit Ormitz zu ihm vordringen können, dann passt das schon. Wo ist jetzt eigentlich die eine Hexe? Haben wir die auch schon getötet? Ja, nice. Oder hat sie sich wegteleportiert? Nö. Sie ist weg. Ich kann sie nirgends mehr sehen. Duma ist der einzige übrig gebliebene. Ja, geil. Da kann ich mich ja kaum beklagen. Also gar nicht erst beklagen, wollte ich sagen. Ist eigentlich schade, dass wir einen der Pegasus, also einen der Falkenritterinnen verloren haben, aber was soll's. Wer hat nochmal die bessere Anrufung? Ah ja. Solltest du als erstes mal machen hier. Schade, nur ein einziger. Na schön, setze nochmal Stärkung ein. So, alle im Umkreis werden geheilt. So gehört sich das. Mit Ächtung könntest du wirklich die Augen auch noch loswerden. Nein, ich wollte... Ach. Ich wollte jemand anderen heilen. Ach. Naja, es ist ja zum Glück noch jemand übrig zum Heilen. Wenn ich rankomme. Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt beweg dich doch rüber. Mann. Soll es ein Witz sein? Da sollte er sich jetzt mal in Sicherheit bringen. Soll er die anderen angreifen? Aber immerhin schaut es besser aus als früher. Es ist halt schade, dass er es nicht geschafft hat, trotzdem nicht geschafft habe, alle bis zum Ende am Leben zu erhalten. Aber wirklich, ich bin noch nicht mal hier, ich habe noch nicht mal Cheddar bezwungen oder so und habe schon ein Game Over erlitten an dieser Stelle. Das muss man mir erst zugute heißen. Was für ein Unterschied das ausmacht. Oje. Ich befürchte das Schlimmste für sie. Nice one. Okay. Selika auch nach vorne. Arm ist auch schon in der Nähe. Ich hoffe, er kommt hin. So. Jetzt bloß mir keine wegsterben hier. Ja, ja, greif noch meine Kumpane an. Wow, nicht schlecht.
Ja, sollen die mal ein bisschen Schaden machen hier? Die können leider nicht viel machen. Aber immerhin können sie was probieren. Um uns einen Vorteil zu verschaffen. Und ja, ausgewichen. Ganz, ziemlich gut ausgewichen. Das gefällt mir. Oh nein, nicht schon wieder. Jetzt ist Schluss. Jetzt ist endgültig Schluss mit dem Scheiß. Der hat sogar eine Prozentchance auf Crit. Aber komm. Dass ich ihn zumindest mal Schaden mache. Aber ich traue mich da jetzt nicht. Ach, riskier es. Ich kann ja trotzdem immer noch den Zug zurücknehmen. So, er wird jetzt bloß nicht getroffen. Nice. Und sogar mit einem Crit. Ah. Das ist seine KP nach. So gefällt mir das. Aber jetzt stehen die anderen im Weg. Jetzt komme ich nicht so an den ran. Na schön. Da werde ich es jetzt mal mit Arm beenden müssen. Das ganze Schauspiel hier, das Traurige. Es wird Zeit. Obwohl, das kann ich ja jetzt, glaube ich, noch nicht ganz. Aber ich könnte es probieren. Vielleicht mit der Fähigkeit Allgewalt. Wenn er sogar damit quitten könnte. Ich muss mit den anderen erstmals zuschlagen. Bringt nichts. Sollst du halt noch hier mehr Krieger beschwören, bitte? Oder lieber heilen? Ich glaube, ich greife lieber an. Und dann soll ich Orm nochmal heilen. Das ist das Einzige, was ich tun kann. Und vielleicht noch nebenbei ein paar andere Krieger beschwören. So. Vielleicht soll ich lieber mit den... Ja, mit Allgewalt greife ich am besten an. Weil das überstehe ich dann immer noch. Okay. Vielleicht sogar mit etwas Glück mit einem mächtigen Crit. Da mal los! Ist es sogar ein Crit? Nein, leider nicht. Verdammt! Trifft er mich? Autsch! Ja, ich weiß. Das mache ich ja gerade. Was glaubst du, was ich hier vorhabe? So, Level up für Jenny. Schön. Nicht schlecht. Auch zur Sicherheit ein bisschen heilen. Du bekommst auch was. Verdoppelt Geländeboni. Nee, passt schon. So, kommt alle her, Leute. Wir zeigen sie ihm. Wir werden ihn fertig machen. Koste es, was es wolle. Ein Bannpfeil wäre vielleicht gar nicht so schlecht, weil damit könnte ich ihn daran hindern, den Zauber einzusetzen. Aber wie heile ich ihn dann? Erkannte ich. Ich habe noch jemanden mit Purgativ.
pickings. Jawohl. Jetzt geht's eh nicht mehr. Also lass ich's lieber gleich sein. Ich verschwinde lieber mit ihm da, dass er nicht angegriffen wird. Gut. So. Er hat zum Glück niemand anderen angegriffen. So, dann wird es wieder Zeit für einen Stärkungszauber. Dass alle wieder schön geheilt werden. So gehört sich das. So halte ich alle fit. Okay, Orm. Ein weiterer Angriff ist vonnöten. Und noch mal sehen, ob es dieses Mal für einen Crit reicht. Der hat 42%ige Chance dieses Mal. Da muss doch mal was gut gehen hier. Aber vielleicht erstmals er. Er hat auch eine hohe Crit-Chance. Ja, einmal schon mal. Schon mal nicht schlecht. Autsch. Oh, und zweimal hintereinander. Nice. Ich weiß. Das mache ich ja dann. Mach dir nicht ins Hemd. Ragnarök. Ein starker Zauber, aber... Seraphim wird eher besser. Das ist ihr stärkste Zauber, aber dadurch könnte sie sterben. Und das will ich auch nicht, weil ich glaube, dann wird es auch Game Over. Lieber nicht. Lieber nicht. So, jetzt darfst du mal attackieren. Ein paar Mal. Eine runde Crit-Chance. Leider die erste nicht genutzt. Autsch. Aber die zwei... Den nutzt du! So, die Hälfte sein KP haben wir schon mal. Mit etwas Glück schaffe ich jetzt vielleicht sogar jetzt meinen Crit bei Allgewalt. Come on. Das wär's doch. Es wird jetzt wieder kein Crit, oder? Doch! Wow! Er ist fast down! Ach du Scheiße. Nur noch ein KP hat er übrig. What the hell? Wir haben ihn fast. Wir haben ihn verdammt nochmal fast. Wir haben ihn fast. Ich hoffe, das ist nicht umsonst, weil wenn der angreift, dann... Nicht! Purgativ. Bitte. Wäre das jetzt klug, ihn damit zu attackieren? Weil ich glaube, es bringt nichts. Nur Orm kann es jetzt wahrscheinlich beenden. Den Kampf. Dann lasse ich es auch ihn beenden. Donnerwetter, wir haben ihn so gut wie... Das ist jetzt gleich das Ende seiner Fahnenstange. Oh, nein! Nein! Lass sie! Oh, scheiße. Faye. I'd fight
fight for you until my dying breath, but... Das wirst du büßen. Ja. Jetzt wird die Attacke annulliert. Ich wusste es ja. Die anderen können nichts machen. Aber er muss jetzt was machen können. So, jetzt mach ihn fertig. Das wär's mit dir. Come on.